Mann, schon wieder Akku leer. Wisst ihr, Kinder, früher, vor langer Zeit, als ich 14 war und Handys gerade neu auf dem Markt waren, da haben die Akkus noch eine Woche lang gehalten. Das waren noch Zeiten. Heute gehen wir noch weiter zurück in die Geschichte der Akkus und Batterien. Denn die hat, wie soll es anders sein, ein Chemiker erfunden. Heute schauen wir uns die Mutter aller Batterien und Akkus an, die galvanische Zelle. Erfunden wurde sie 1835 von dem Chemiker John Frederick Daniell. Sein Aufbau mit Zink und Kupfer wird deswegen auch Daniell-Element genannt. Nachdem wir hier bei Musste Wissen schon gelernt haben, wo Redoxreaktionen in unserem Alltag vorkommen, gehen wir heute einen Schritt weiter und schauen uns an, wie wir Redoxreaktionen ganz gezielt für unsere Zwecke nutzen können. Nämlich, um Strom zu erzeugen. Bei Redoxreaktionen werden ja Elektronen von einem Reaktionspartner auf den anderen übertragen. Was, wenn wir diese Elektronen irgendwie abfangen könnten? Dann hätten wir nämlich Strom. Und genau das ist das Prinzip jeder Batterie. Wie kann man sich eine Batterie aufbauen? Naja, man braucht eigentlich nur eine Redoxreaktion. Wir haben bisher gelernt, dass Oxidation und Reduktion niemals getrennt ablaufen, sondern immer nur gemeinsam in einer Redoxreaktion. Der Trick bei einer Batterie ist jetzt, dass wir Oxidation und Reduktion eben doch trennen. Und zwar räumlich. Kurze Wiederholung. Das unedle Metall, hier das Zink, gibt Elektronen ab und wird zu Zink2+ oxidiert. Es verwandelt sich also vom festen Metall Zink in ein lösliches Zinkion um, welches sich dann in Wasser bzw. in der Salzlösung löst. Das edle Metall, hier Kupfer, tendiert eher dazu, Elektronen aufzunehmen. Deswegen passiert mit einem Kupferstab in einer Salzlösung meistens nicht so viel. Wenn wir allerdings Kupferionen vorliegen haben, also Kupfer-2+-Ionen, dann nehmen die sich gerne die Elektronen, welche Zink abzugeben hat, und werden reduziert. Die wasserlöslichen Ionen wandeln sich also in festes Kupfermetall um. Wir sagen dazu, das Kupfer scheidet sich ab. Genau das passiert ja auch mit unserem Eisennagel in der Kupfersulfatlösung aus diesem Video hier. Soweit nichts Neues. Und jetzt kommt der Trick. Wir nehmen einmal einen Zinkstab, der in eine Zink-Sulfat-Lösung eingetaucht ist. Wir haben hier also sowohl elementares Zink als auch Zink-Ionen vorliegen. Man kann auch sagen, wir haben Zink sowohl in seiner reduzierten Form, nämlich fest, als auch in seiner oxidierten Form, nämlich als Ionen. Dasselbe machen wir jetzt nochmal, aber mit Kupfer. Ein Kupferstab, der in einer Kupfersulfatlösung eingetaucht ist. Hier genau dasselbe. Kupfer liegt sowohl in seiner reduzierten, festen Form vor, als auch in seiner oxidierten Form als Kupfer-2+-Ionen. Noch passiert hier nichts. Wie können wir jetzt aber die Zinkzelle und die Kupferzelle irgendwie zusammenbringen, sodass eine Redoxreaktion ablaufen kann? Der Herr Daniell machte Folgendes. Zunächst verband er den Kupferstab und den Zinkstab durch ein Verbindungskabel. Verbindungskabel bitte! Zink gibt Elektronen ab und wird dadurch zum positiv geladenen Zinkion, welches dadurch wieder in Lösung geht. Für jedes Zinkion, das entsteht und das ja zweifach positiv geladen ist, bleiben im Metallstab zwei Elektronen zurück. Dadurch entsteht ein Elektronenüberschuss. Der Zinkstab ist also der Minuspol unserer Batterie. Beim Kupferstab passiert das Gegenteil. Die Kupferionen in der Lösung nehmen zwei Elektronen aus dem Stab auf und werden dadurch zu festem Kupfer. Das Kupfer setzt sich aus der Lösung an dem Stab ab, scheidet sich ab. Da für diese Reduktionsreaktion für jedes Kupferion zwei Elektronen aus dem Stab aufgenommen werden, entsteht dort eine positive Ladung. Der Kupferstab wird also zum Pluspol unserer Batterie. Aber noch haben wir hier gar keine Batterie. Denn durch die Verbindung entstehen zwar Plus- und Minuspol, man kann auch sagen, es entsteht eine Spannung, aber es fließt noch kein Strom. Der Grund dafür ist, dass am Zinkstab ein Überschuss an Zink-2+-Ionen entsteht und die Lösung sich dadurch stark positiv auflädt. Denn für jedes Zinkatom, das zwei Elektronen abgibt, geht ja ein zweifach geladenes Zinkion in Lösung. Also gehen nur noch so viele Zinkionen in Lösung, wie sich gleichzeitig an der Elektrode wieder abscheiden. Dasselbe Problem haben wir am Kupferstab. Wenn hier aus Kupfersulfat Kupfer wird, bleiben negativ geladene Sulfationen in der Lösung zurück.
Diese lädt sich dann stark negativ auf. Deswegen brauchen wir noch eine letzte Sache. Einen sogenannten Ladungsausgleich. Die starke positive bzw. negative Aufladung der Lösungen in den beiden Halbzellen müssen wir ausgleichen. Dazu packen wir den Kupferstab in der Kupfersalzlösung mit dem Zinkstab in der Zinksalzlösung zusammen. Wir nennen sie jetzt zwei Halbzellen. Diese Halbzellen werden verbunden durch eine poröse Tonwand. Poröse Tonwand bitte. Wir sagen dazu auch Membran. Porös heißt, dass in dieser Wand ganz kleine Löcher drin sind, so klein, dass da Ionen durchpassen. Also durch diese poröse Trennwand hin und her fließen können. Und genau da liegt der Knackpunkt. Jetzt können nämlich die überschüssigen Sulfationen aus der Kupferhalbzelle in die Zinkhalbzelle wandern und andersrum können die positiven Zinkionen in die Kupferhalbzelle wandern. Und damit ist der Stromkreis geschlossen, so sagt man. Kennt ihr vielleicht aus der Physik. Wenn wir jetzt hier ein Glühlämpchen anschließen, leuchtet es auf. Denn jetzt fließt durch das Kabel Strom, also die Elektronen. Das Prinzip einer galvanischen Zelle ist also eine Redoxreaktion, die räumlich in zwei Halbzellen getrennt ist. Heute hatten wir das Beispiel des Daniell-Elements, aber alle Batterien und Akkus sind vom Prinzip her galvanische Zellen. Akkus können im Gegensatz zu Batterien auch wieder aufgeladen werden, indem man eine äußere Spannung anlegt, um die Redoxreaktion umzukehren. Aber eine letzte Frage habe ich noch, und zwar an euch. Warum gehen Batterien eigentlich überhaupt leer? Wenn ihr die galvanische Zelle richtig verstanden habt, könnt ihr vielleicht von alleine drauf kommen. Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo. Wir sehen uns. Bis bald.